Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist gerade ein sehr spontanes Video, weil wir glaube ich gleich irgendwie 0 Uhr haben und ich gerade irgendwie richtig Bock habe, ein Video zu drehen, weil ich einfach gerade sehr redebedürftig bin, wenn man das so nennen kann. Und eigentlich wollte ich morgen das Video drehen, aber ich dachte mir so, boah, nee. Ich habe gerade so Bock, dieses Video zu drehen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade unnormal Lust, dieses Video zu drehen. Und wundert euch nicht wegen meiner Stimme, nur ich hatte jetzt vor 2 Tagen irgendwie richtig Fieber und ich bin immer noch nicht wirklich gesund, weshalb ich mich jetzt auch ein bisschen komisch anhöre. Und mir ist auch ehrlich gesagt kalt, ich friere gerade. Ja, deswegen zittere ich auch ein wenig. Auf jeden Fall stört euch bitte nicht dran, ich wollte jetzt auch nicht unbedingt dieses Video nicht machen, also ich wollte jetzt dieses Video nicht alles klar. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich euch nicht vernachlässigen wollte, nur weil ich jetzt ein bisschen Schnupfen und Husten habe, dass ich dieses Video jetzt nicht für Samstag drehe, weil jetzt Mittwoch schon keins kam, was mir auch schon ein bisschen unangenehm war. Aber ich konnte wirklich nicht, also ich hatte wirklich mega Fieber. Ich hatte ja am Montag Geburtstag. Ich bin endlich 18! Woo! Auf jeden Fall danke nochmal an eure ganzen Glückwünsche. Hat mich mega gefreut, wie ihr dran gedacht habt. Voll süß von euch. Ich habe auch voll viele Geschenke bekommen. Von euch auch. Was mich mega gewundert hat. Also ihr braucht mir wirklich nichts schenken. Ich habe mich voll gefreut. Aber natürlich habe... Also das heißt nicht nur, weil ich mich freue, dass ich... Dass ihr darauf angewiesen seid, mir irgendwas zu schenken, dass ich euch damit sagen will, hey, ihr müsst mir jetzt was schenken. Natürlich nicht. Also ich freue mich natürlich drüber, aber ich weiß nicht. Also es ist so komisch, wenn mir Leute irgendwas kaufen. Ich verlange schon von meinen Freunden nichts. Wenn die mir nur einen Kuchen backen, fühle ich mich schon so, du brauchst mir aber nichts schenken. Oder mir etwas backen. Und wie gesagt, also ich freue mich natürlich drüber, so ist es nicht. Wer freut sich natürlich nicht drüber, ne? Ist ja auch so. Aber wie gesagt, das ist natürlich nicht nötig. Also ihr gebt mir so schon so viel, also so ein Geschenk, was das andere irgendwie, ja, ich meine, ihr unterstützt mich und das ist schon für mich ein Geschenk. Und dafür will ich mich auf jeden Fall bedanken und wie gesagt, danke für die ganzen Glückwünsche. Danke, dass ihr überhaupt dran gedacht habt. Ich habe meinen Geburtstag nicht so gefeiert. Ich war an meinem Geburtstag, hatte ich ein Shooting bei der Bravo. Aber es hat mir Spaß gemacht. Es war trotzdem ein mega geiler Geburtstag. Von dem Management habe ich natürlich auch ein kleines Geschenk bekommen. Was heißt, also das stand drauf, eine Kleinigkeit. Aber ganz ehrlich, das war für mich schon wow. Auf jeden Fall war das schon ein krasses Geschenk für mich. Nicht selbstverständlich, dass ich überhaupt was geschenkt bekommen habe. Und ich wurde auch mega süß überrascht von meinem Management, also von dem ganzen Team und von meinen Eltern, also von meiner Mama und von meinem Bruder. Die haben mich dann vom Hauptbahnhof abgeholt, wo ich dann endlich in meiner Heimat war. Mega gefreut und es war voll süß. Die haben halt die Musik laufen lassen und haben dann halt so einen Luftballon hochgehalten, der so, also mit 18. Und mit einer Hugo-Flasche, die blau war. Dann habe ich noch meine Cousine dabei gehabt. Also war mega süß von allen. Also auch an euch allen danke, die mir wirklich aus diesem Tag einen sehr schönen Tag gemacht haben. Der Tag war schön, nicht weil ich, also der Tag war nicht scheiße, dass ich jetzt ein Shooting hatte oder dass ich halt was zu tun hatte, sondern ich habe mich einfach, ich weiß nicht, also ein 18. vor allen Dingen 18. Geburtstag stellt man sich einfach natürlich vor, dass man sich irgendwas mietet, dass man voll Party macht und krass einfach und das war halt nicht so und dafür, dass es nicht so war, haben mir trotzdem die Leute, die ich sehr gerne bei mir habe, haben mir was sehr, sehr Tolles für mich gemacht, mich so süß überrascht, ich hatte wirklich Tränen in den Augen und ja, ich habe mich mega gefreut und es war trotzdem ein schöner Tag und das Shooting war auch mega cool und ich hatte mega Spaß und ja. Es war sehr schön, deswegen. Und es ist sehr komisch, 18 zu sein. Ja. Also eigentlich fühle ich mich wie vorher, außer dass ich jetzt weiß, was ich eigentlich machen darf. Natürlich nicht, was ich will, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Zum Beispiel, wenn man denkt, so, okay, man möchte mal spontan in einen Club gehen, um 2 Uhr nachts beispielsweise, dann kann kein
Mensch irgendwas sagen, weil du darfst es gesetzlich. Und genauso wie mit Tattoos, weil man unbedingt Tattoos haben will. Die Eltern müssen nicht mehr mit oder halt so, solche Sachen halt einfach. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich mich jetzt überall tätowieren will. Vielleicht irgendwann mal, ich will auf jeden Fall mal Tattoos haben. Aber ansonsten fühle ich mich eigentlich immer noch wie dieselbe Enya. Ich habe mich nicht verändert und ja, aber es ist trotzdem cool, 18 zu sein. Und ich habe bald meinen Führerschein und das ist natürlich auch cool, weil ich dann endlich Autobahn darf. Das ist natürlich auch cool. Also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, die man mit 18 machen darf und die man nicht unter 18 machen darf. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange reden, aber ich wollte das einfach mal loswerden und mich bedanken und einfach kurz drüber reden, wie mein Geburtstag so war, bla bla bla. Also das war jetzt eigentlich nicht geplant, dass das Video jetzt nur aus Reden, Quatschen besteht, sondern eigentlich wollte ich dieses Video als ein, wie mache ich meinen Dutt, wie macht man einen perfekten Dutt-Video machen. Daraus wurde jetzt nichts, aber ich denke mir, komm Enya, ich habe jetzt genug gequatscht, ich zeige euch jetzt einfach, wie ich immer meinen Dutt mache. Dann habt ihr auch ein bisschen was davon und ich hoffe, das Video hat euch dann trotzdem gefallen. Oder also das, was jetzt noch kommt, das hört ja jetzt noch nicht auf hier, ne? Ich zeige euch natürlich jetzt meinen Dutt, den ich immer mache. Also falls euch das alles klar. Ich glaube, ich bin übermüdet. Also wie gesagt, falls euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und ja. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und viel Spaß beim Nachmachen. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein dickes Haargummi. Das habe ich jetzt von DM. Und ich finde die eigentlich sehr gut und stabil. Weil ich habe lange Haare und wenn ich mal einen Zopf mache oder einen Dutt, muss das auch halten. Und mit diesen dünnen Gummis klappt das irgendwie nie so richtig. Deswegen habe ich dann immer so ein etwas dickeres Gummi. Oh Gott, ey, denn bitte jetzt nicht zweideutig. Also alle, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, ich habe jetzt selber zweideutig gedacht, aber ist ja auch egal, Haargummi auf jeden Fall. ja, das benutze ich eigentlich immer für meine Haare und ich zeige euch jetzt einfach, wie ich meinen Dutt mache. Ich weiß nicht, ich glaube, ich erkläre euch das auch am besten, damit ihr so ein bisschen Bescheid wisst, wie ich das genau mache. Und zwar, ich sitze jetzt ein bisschen krumm, weil ich kann mich, also ich versuche mich gerade hier irgendwie kleiner zu machen, damit ihr das ein bisschen erkennt. Auf jeden Fall überschlage ich einmal meinen Kopf nach vorne und habe dann hier, wie ihr sehen könnt, meine Haare. Die halte ich dann so nach oben. Okay, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie erkennen. Ich weiß, das sieht gerade ein bisschen bescheuert aus. Auf jeden Fall, ja, zuppel ich dann hier vorne die Babyhaare raus. Also ein bisschen auch längere Strähnen, weil ich mag das eher, wenn das so ein messy Dutt ist. Das gefällt mir irgendwie am besten. Einfach hier vorne die ganzen Strähnen rauszuppeln. Auch ruhig längere Strähnen. Also ist gar nicht schlimm, wenn dann so ein bisschen bis hier hin oder so gehen. Ich mag das sogar viel lieber. Aber ihr könnt natürlich auch gar keinen Strähnen. Also das müsst ihr natürlich nicht machen. Aber ich finde es einfach viel schöner. Okay, das reicht eigentlich. Also manchmal, ich habe jetzt auch gar keinen Spiegel. Ich sehe mich jetzt nicht so wirklich auf dem Display, wie ich das überhaupt mache. Auf jeden Fall, ja, gucke ich halt, dass hinten ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, dass das hier nicht zu stramm ist, sondern dass es halt ein bisschen locker ist. Darauf achte ich halt extrem. Ich mag das sehr, wenn das so ein bisschen unordentlich ist. Also, ja, so ein paar Dellen gibt. Also, ihr wisst schon, wie ich meine. Ihr seht ja, dass das nicht so stramm ist. Und dann drehe ich einfach oben meinen Zopf ein. Also ihr müsst das wirklich nicht ordentlich machen, das mache ich auch überhaupt nie, ich achte da gar nicht drauf eigentlich. Also schon ein bisschen oben, nicht so hinten am Kopf, sondern schon ein bisschen oben hier. Und dann drehe ich das Ganze ein und dann überkreise ich das so. Ja, und dann war es das auch. Und dann mache ich das Ganze fest, entweder mit Bobbypins oder halt mit einem Haargummi, also meistens mache ich das mit dem Haargummi und dann züppel ich nochmal an meinen Dutt und mache das Ganze nochmal ein bisschen voluminöser. Also wie gesagt, der gelingt mir jetzt auch nicht immer so perfekt, wie ich mir das gerne vorstelle, aber so mache ich den halt immer, nicht anders. Mal gelingt er mir besser, mal halt nicht. Auch wirklich Geschmackssache. Manche sagen immer,
Das sieht immer aus wie Teletubby. Ich weiß, aber ich finde es einfach schön. Ist halt auch Geschmackssache, deswegen. Mit die Haare fahren zurecht. Ja, und das ist eigentlich mein Dutt, so mache ich den immer. Wie gesagt, mal gelingt er mir ein bisschen cooler, mal ein bisschen, da muss ich den auch voll oft nochmal nachmachen. Ja, aber so ist jetzt eigentlich die Technik, die ich mache, weil viele wissen wollten, wie ich das mache. Es ist ja auch eh immer unterschiedlich, wie die Haare sind, wie lang die Haare sind und ja. Aber so mache ich halt mein Dutt. Ich finde, das jetzt auch eigentlich so gelungen wie in meinen anderen Videos. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das war mal der Haul, wo ich... Haul, wo ich das auch, also ein Dutt hatte. Und viele haben gefragt, wie ich den mache. Und ja, das ist halt dieser Dutt. So mache ich, also so habe ich den auch gemacht damals in diesem Video. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und ich hoffe, ich konnte euch das jetzt ein bisschen gut erklären. Ich bin, wie gesagt, nicht so gut in Erklären, deswegen tut mir das echt leid, wenn ich irgendwas nicht so erklärt habe, wie ihr das am besten verstehen könnt. Nehmt mir das bitte nicht böse, nur ich wollte euch einmal noch kurz wenigstens in diesem Video zeigen, wie ich diesen Dutt mache. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ja, wie gesagt, danke nochmal an alle. Und danke wirklich für alles, egal jetzt, was mit dem Geburtstag zu tun hat. Ich meine generell für alles. Und auch an die Fanseiten, ey. Oh, was ihr immer über mich postet, das ist immer so schön. Und ich freue mich wirklich über alles. Und ja, deswegen, ich glaube, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Und meine Stimme tut auch ehrlich gesagt weh. Also mein Hals vom Reden. Ich muss auf jeden Fall was trinken. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Es ist jetzt kein krasses Video geworden, ich weiß. Nur ich wollte einfach nochmal darüber kurz reden, was jetzt überhaupt war, warum ich mein Mittwochsvideo nicht rausgebracht habe, wie mein Geburtstag abgelaufen ist und was nicht alles. Einfach damit ihr Bescheid wisst. Wie gesagt, ich teile meine Privatsphäre mit euch und ich zeige euch alles von mir. Also solltet ihr auch sowas wissen, also ist meine Meinung. Und damit das Video nicht ganz so langweilig für andere ist, dachte ich mir, da mache ich auch mal direkt so ein, ja, so, wie mache ich meinen Dutt, ne? Dann habt ihr auch wenigstens was vom Video und könnt es auch nachmachen, ne? Ja, okay, ich rede jetzt auch nicht so lange. Ich würde sagen, ich beende dieses Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Das würde mich mega freuen. Und jetzt! Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.